Willkommen auf dem Promi-Kanal. Bitte drücken Sie den Like-Button und abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Informationen zu erhalten. Ja, wir fahren alle auf Sicht. Ja, keiner weiß momentan, was man eigentlich morgen machen kann oder darf. Und erfreulicherweise habe ich ein sehr, sehr tolles Team, die sich immer wieder neue Ideen ausdenken, die sehr, sehr kreativ sind und ja eben auch derzeit Corona-bedingte neue Formate auf die Beine stellen. Und mit Schlager oder nix ist etwas entstanden, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ich bin sehr gespannt, wie es heute Abend den Zuschauerinnen und Zuschauern gefallen wird. Denn wir hatten so viel Freude und Spaß wie bei keiner anderen Schlagersendung jemals zuvor. Dein Produzent und Manager Michael Jürgens hat in der Super-Elo gesagt, das ist eine Show, die ungewöhnlichste Schlagershow, die es jemals gab. Was ist denn so ungewöhnlich dran? Man erlebt die Stars mal ein bisschen anders als sonst. Oder besser gesagt, ganz anders. Nur wer gewinnt, singt. Also jetzt stellt man sich vor, ein Schlagerstar reist, derzeit ist es sowieso nicht so einfach, mit dem Auto irgendwie nach Suhl und dann mit Quarantäne und Testen und möchte natürlich irgendwie seinen Song vorstellen, seine neue CD oder neue Single präsentieren. Aber bevor er singt, muss er erstmal gewinnen. Und das ist sehr, cool. Sehr besonders. Ja. Und es ist einfach ja, eine Mischung aus Spiel, Spaß, Spannung und natürlich auch Musik. Okay, also das ist ja in Suhl aufgezeichnet worden, deswegen können wir jetzt schon ein bisschen reingucken. Wir erklären gleich hinterher, wie das alles funktioniert. Wir fangen mal mit